Hi YouTube, was geht ab? Hier ist euer Nobi und ich begrüße euch hier auf meinem Channel. Ja, eben am Anfang vom Video konntet ihr sehen, dass ich das wirklich bin. Da stand eben noch mein Name in der Liste von den Spielern. Ich bin out of map in Shaolin Shuffle. Klar, das ist nichts Neues. Nur den Trick, den ich da entdeckt habe, der ist, würde ich sagen, eine Weltpremiere. Das gab's noch nicht. Das gibt's, also das hat bis jetzt noch keiner vor mir gemacht. Ich habe mich auf YouTube umgeschaut. Ich habe das nirgendwo gesehen, dass jemand out of map gegangen ist. Auf die Art und Weise. Ich gehe wirklich davon aus, dass es eine Weltpremiere ist. Und ja, ich sag mal jetzt nur eins. Achtet mal auf den weiblichen Charakter mit dem Katana. Ich kenne den Typen nicht, das war ein Deutscher. Von den anderen Spielern kannte ich gar niemanden. Ich kenne gar niemanden von den Leuten. Ich kann halt nur sagen, es war der absolute Oberhammer, wie mir das passiert ist. Und ich spreche halt von einem Unfall. Und trotzdem ist das Ganze, würde ich mal behaupten, wohl eine Weltpremiere. Vielleicht hat schon vor ein paar Tagen einer so ein Video rausgehauen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe es nicht entdeckt, diesen Glitch bei jemand anderem in dem Video. Ich habe heute nochmal geguckt, Out-of-Map-Videos, Shaolin Shuffle und so. Alles nur alte Dinger, alte Sachen, wo vor dem Patch noch funktioniert hatten, vor dem letzten großen. Und wo halt natürlich jetzt alle gefixt wurden. Und ja, es ist der Hammer, und zwar, es passiert jetzt. Guckt euch das mal an. Es ist mir im Moment immer noch ein absolutes Rätsel. Ich gehe mal davon aus, dass es der Typ mit dem Katana war, dass der auf den Boden gehauen hat, irgendwas, und ich stand in irgendeinem Radius von dem Teil, oder in einem Punkt, vielleicht weil ein Zombie nicht weit weg gestanden war von mir, ich weiß es nicht genau. Ich mache jetzt gleich nochmal eine Slow Motion an, guckt's euch genau an. Ich laufe hier raus. Geh so rechts um die Ecke rüber. Schön mal nach Striker. Ich liebe diese Pumpgun. Sie ist so geil. Und jetzt ziehe ich rüber. Jetzt guckt mal nach links auf den Typen im Katan. Man sieht ihn noch von der Umrisse. Und jetzt. Bam. Es ist mir echt ein Rätsel. Aber ich habe was Grünes sehen können. Hätte ich schwören können in dem Moment. Habt ihr es auf dem Boden hier gesehen? Da war auch irgendwas Grünes. Eben hinten ganz kurz zu sehen. Das Krasse ist, in dem Moment ist mir wortwörtlich die Kinnlade. Runtergefallen. Mir ist die Fresse runtergefallen. Ich wusste nicht mehr, wo hinten und vorne ist, wie ich in der Luft war. Ich habe noch nicht mal von mir aus rübergedrückt aufs Dach. Ich kam in dem Moment noch nicht mal auf die Idee, ich bin out of map. Ich saß nur da und habe im Moment überlegt, das gehört doch gar nicht zum Spiel. Was ist denn hier los? Und schon war ich auf dem Dach gestanden. Und dann habe ich es gepeilt. Ach du Scheiße, ich bin ja out of map. Lol, was geht denn ab? Wie geil ist das denn und so? Ja, es war wirklich der absolute Oberhammer. Ich muss es schon zugeben. Ich habe dann in dem Moment auch irgendwie gedacht, boah, Alter, wie viele Szenen könntest du auf die Art und Weise erspielen und Punkte machen und was weiß der Geier noch und so, gell? Und es war der absolute Hammer, Leute. Ich schwör's euch. Also, es ist nicht unfair, also es ist unfair, finde ich, gegenüber Spielern, wo wirklich richtig spielen. Aber ich muss auch sagen, es war wirklich geil. Geil, warum geil? Erstens mal, weil out of map sowas zu entdecken einfach nur ultra geil ist. Ich gehe davon aus, dass ich wirklich der Erste bin, wo das entdeckt hat. Ich habe das bei keinem anderen bis jetzt gesehen. Hey. Und ich hänge mich ein bisschen aus dem Fenster raus. Aber andere haben das auch schon früher gemacht. Und ich sage, das ist jetzt eine Weltpremiere. Es ist wortwörtlich eine Weltpremiere, der Glitch. Wow, ist das geil. Vielleicht lande ich in irgendeinem Gaming-Magazin von mir auch wieder einen Glitch entdeckt und werde dann das Video zum Beispiel von mir verlinkt. Ich weiß es nicht. Ich will es mir ein bisschen angeben, aber es ist einfach richtig geil, dass ausgerechnet mir, kleinem YouTuber, sowas passiert. Es ist so ultra geil. Ist mir wirklich ein Rätsel, da quatscht mit dem Typen, man hört mal meine Stimme, aber man hört seine leider nicht. Der checkt's auch nicht, der hat's voll nicht gerallt, was da passiert ist. Und der da irgendwie immer so zu mir, laber nicht, nicht dort, doch, du warst es. Wie soll denn das gehen und so? Ich weiß es nicht, du hast auf, keine Ahnung, mit deinem Katana scheinbar. Geil. Und der, ich weiß es nicht, ich weiß es halt nicht, gell, irgendwann so. Ja, das war der Hammer halt. Es war wirklich der absolute Oberhammer. Schade, dass er den Typen nicht hört. Ja, er hatte natürlich auch keine Antwort zu dem Ganzen. Und ja, es war halt wirklich richtig, richtig geil war das. War eine richtig geile Nummer, hat richtig Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es geht noch einen kleinen Moment. Und ja, wenn ja, seid doch so gut und lasst doch ein Abo hier. Weil so könnt ihr auch mal einen kleinen YouTuber unterstützen. Nicht nur immer die Großen, wo von Call of Duty bezahlt werden, damit sie dann das Video immer schön reden, oder das Spiel immer schön reden, sondern wirklich von jemandem, der das ernst meint und auch eine eigene Meinung hat, die nicht gekauft ist. Okay. Ich bin dann raus.
viel Spaß noch mit dem Rest vom Video. Geht noch ein kleines Stück. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, ab unten in die Kommentare. Ich werde sie gerne beantworten. Und ja, bis dann, euer Novi. Tschüss. Deine Seele, die ich will. Naja, eigentlich schon.